Herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich hatte mal wieder total Lust auf ein Q&A, weil ich schon länger nicht mal eure Fragen beantwortet habe. Und deswegen machen wir das heute mal. Ich glaube, es wird ein längeres Video, also drückt vielleicht nochmal auf Pause. Holt euch einen Tee oder Kaffee oder eine Limo oder worauf auch immer ihr Bock habt. Und dann bemühe ich mich, alle eure Fragen zu beantworten. Hi, ich bin Agnes und Anfang 2022 mit meinem Hund und meinem Mann nach Chile ausgewandert. Wir sind Minimalisten und auf meinem Kanal geht es darum, viele Abenteuer zu erleben, das Leben jeden Tag ein Stückchen besser zu machen und dabei keinen unnötigen Ballast mitzunehmen. Herzlich willkommen auf meinem Kanal und los geht das Abenteuer. Waren wieder extrem viele spannende Fragen dabei. Ich werde mich bemühen, so viele wie möglich zu beantworten. Und thematisch, es gehen sehr viele Fragen um das Thema Auswandern Chile und wie das mein Leben beeinflusst hat. Also zum Beispiel meine Beziehung, was ich vermisse, diese ganzen Sachen. Und ich versuche mal zuerst andere Fragen zu beantworten, die nichts mit Chile zu tun haben und dann ab einem gewissen Punkt die ganzen Chile-Fragen, weil die ja irgendwo auch alle so ein bisschen miteinander verwoben sind. Also, lasst uns loslegen mit Fragen, die nichts zu tun haben mit Chile. Sind deine Barfußschuhe schon da und wie läuft es? Ja, ich habe meine Barfußschuhe seit ungefähr einer Woche und habe die jetzt zweimal zum Laufen angehabt. Also auf dem Laufband wohlgemerkt. Ich habe mich noch nicht ganz dran gewöhnt. Ich habe immer noch ziemlich starken Muskelkater in den Füßen, wenn ich mit den Barfußschuhen joggen gehe. Und draußen hatte ich sie jetzt nur einmal an. Ich muss sagen, ich habe es mir krasser vorgestellt draußen. Ich habe gedacht, man fühlt draußen den Boden, also die Unebenheiten und so, noch mehr. Man fühlt sie schon sehr, also man fühlt schon jede Unebenheit, aber diese Sohle bietet trotzdem schon noch einen Schutz. Also es ist trotzdem noch deutlich anders als barfuß, würde ich sagen. Gott sei Dank passen sie sehr gut. Ich habe mir von Vivo Barefoot-Schuhe gekauft und ich kann gerade halt noch nicht so viel drüber sagen, wie sich das entwickelt. Aber vom Laufen her, vom Joggen her, hilft mir das auf jeden Fall sehr und mein Laufstil hat sich komplett verändert. Und ich hoffe, ich kann ihn noch verbessern in der nächsten Zeit und dadurch auch noch meine Laufleistung verbessern. Beziehungsweise Laufleistung ist so eine Sache, die mir eigentlich egal ist, aber mehr Spaß dran haben, mich leichter tun und ja auch draußen dann quasi, nicht nur auf dem Laufband, sondern wirklich auch draußen dann laufen können. Aber das ist was, da halte ich euch dann auf dem Laufenden. Wir haben leider das Problem, dass draußen gerade so ein bisschen Rasen gemäht wird. Ich hoffe, das stört euch nicht so sehr. Ich kann dem leider nicht entgehen, weil gerade jetzt im Frühling, es wird einfach ständig draußen gemäht, weil jedes Haus hat seinen eigenen Gärtner. Und wir sind hier ja von lauter Häusern umgeben, das heißt, irgendwo wird immer irgendwas gemacht. Die nächste Frage, Spiritualität. Nutzt du noch die Edelsteine? Was machst du und nutzt du im Alltag? Meine Edelsteine habe ich bis auf einen nicht mitgenommen nach Chile, weil ich nicht genug Platz im Koffer hatte und nicht genug Gewicht. Ich habe ja mein Gewicht bis aufs letzte Gramm ausgenutzt, das heißt, die habe ich aktuell nicht. Habe mir auch keine neuen gekauft. Und meine Spiritualität besteht aktuell hauptsächlich aus Lernen. Das heißt, ich lese noch sehr viel zu dem Thema und ich meditiere. Und ich habe jetzt auch einmal so, wie nennt man das, freies Movement so ein bisschen gemacht, was ganz cool war. Aber das mache ich jetzt nicht regelmäßig, sondern es war einmal. Und es steht jetzt quasi auf meiner Liste der Dinge, die ich machen kann, wenn ich was machen will, sozusagen in die Richtung. Aber es ist jetzt nicht so, als hätte ich eine To-Do-Liste, die ich da täglich abarbeite, sondern ich mache das immer sehr davon abhängig, wie ich mich gerade fühle. Aber für mich persönlich ist zum Beispiel auch Malen und Kunst erschaffen und so eine spirituelle Praxis, weil ich das halt irgendwie auch für meine Seele mache. Aber was ich wirklich regelmäßig mache, also fast täglich, ist Lesen und Meditieren. Lesen im Sinne von Lernen über Spiritualität, quasi Lesen über Spiritualität. Du hast doch ein Future Board gestaltet. Gibt es darüber eventuell einen Rückblick, einen aktuellen Rückblick oder eine Reflexion? Nein, noch nicht, aber habe ich vor, demnächst zu tun. Dann wurde ich zweimal gefragt, wie es Chaplin geht, beziehungsweise was bei der Diagnose rausgekommen ist. Das habe ich vor allen Dingen in Instagram geteilt. Chaplin hat regelmäßig Probleme mit der Verdauung, beziehungsweise hat regelmäßig Koliken. Und es gab schon, also schon sein ganzes Leben, immer so im Abstand von einem halben Jahr. Die Abstände werden aber ein bisschen kürzer. Und die Phasen, in denen er das hat, werden auch tendenziell immer länger. Und wir hatten jetzt gerade so eine 4-6 Wochen Phase.
In Deutschland hatte ich schon keine Diagnose. Jetzt habe ich hier nochmal beim Tierarzt alles machen lassen und alles anschauen lassen. Röntgen, Stuhlprobe, volles Programm. Und die Diagnose ist wie vorher keine. Es kann keine Ursache gefunden werden. Wir sind jetzt aber gerade noch mit einer Futterumstellung zugange und hoffen, dass wir es so ein bisschen besser unter Kontrolle kriegen. Ansonsten helfen aber auch immer bestimmte Medikamente. Die wir in Deutschland hatten, gibt es hier aber jetzt so in dem Fall nicht. Oder wir wissen noch nicht genau, welche das waren, leider. Und deswegen suchen wir jetzt gerade auch dann zusammen mit der Tierärztin neue Medikamente. Wir hatten jetzt welche, die ganz gut geholfen haben. Und das ist der aktuelle Stand. Also Diagnose gibt es keine, aber mit den Medikamenten und mit der Futterumstellung, jetzt geht es ihm gerade wieder gut. Wahrscheinlich für ein halbes Jahr, dann geht das Ganze wieder von vorn los. Überlegst du, ins Nagelstudio zu gehen? Also ich gehe im Sommer manchmal zur Fußpflege und lasse mir da permanenten Nagellack drauf machen. Also in Deutschland hieß das Shellac und hier heißt es einfach Permanente. Ich weiß aber nicht, ob das auch Shellac ist oder ob das ein anderes System ist, was die hier verwenden. Das mache ich jetzt nicht regelmäßig. Das mache ich halt immer dann, wenn ich es für nötig befinde und meistens so 2, 3, 4 Mal pro Sommer. Kann sein, dass es jetzt hier öfter sein wird, wenn der Sommer länger ist. Und im Winter mache ich es nicht. Und ich war jetzt schon 2 Mal hier, wobei das erste Mal, da war ich halt. Da wurde es gerade so ein bisschen wärmer und ich war halt super excited und wollte unbedingt versuchen, den Sommer schneller herzuholen und war dann schon bei der Fußpflege und war jetzt aber nochmal und ich werde sicher auch noch ein, zwei Mal gehen. Ansonsten, ich überlege tatsächlich nochmal, ob ich mir Shellac auf die Fingernägel machen lasse. Ist aber nur so ein Hintergedanke, habe jetzt keine konkreten Pläne, weil das natürlich auch immer so ein finanzielles Commitment ist. Und solange ich es nicht extrem will, warte ich ab. Hast du ein schlechtes Gewissen, wenn du dir neue Sachen kaufst, zum Beispiel Kleidung? Ja, habe ich auf jeden Fall. Ich versuche das aber so ein bisschen abzulegen. Also ich habe natürlich auch schlechtes Gewissen auf verschiedenen Ebenen. Jetzt aktuell die letzte Kleidung, die ich gekauft habe, war ja bei Zara, weil es hier nicht diesen Second-Hand-Markt gibt. Das heißt, da hatte ich natürlich deswegen schon ein schlechtes Gewissen, allein wegen dem Laden, weil quasi dieser Laden von mir Geld bekommt. Aber ganz abgesehen davon, wo ich die Sachen kaufe, habe ich natürlich schon immer so ein bisschen diese Restriktion, die ich mir selber auflege. Als Minimalistin darfst du keine Sachen kaufen, was natürlich Quatsch ist. Und ich wurde auch viel gefragt, wie ich denn jetzt zum Minimalismus stehe, ob ich noch Minimalistin bin und ob ich nicht finde, dass meine Käufe zu viel sind in letzter Zeit. Und ich muss sagen, ich muss mir das selbst auch immer wieder vor Augen führen. Wir haben in Deutschland so einen extremen Perfektionismus mit allem, was wir machen. Und wir machen uns dadurch selbst so, so das Leben schwer. Und alle Käufe, die ich in Chile bisher getätigt habe, waren gut durchdacht. Es waren keine Fehlkäufe in dem Sinne dabei, nur weil ein Produkt dann halt zum Beispiel am Ende schlechte Qualität hatte. Aber das war jetzt in dem Fall nicht meine Schuld. Ich habe überhaupt nichts aus Impuls rausgekauft, seit ich hier bin. Ich habe mein Kaufverhalten hier genauso unter Kontrolle wie in Deutschland. Der einzige Unterschied, der größte Unterschied ist natürlich, dass ich hiermit quasi null gestartet bin und halt auch Sachen zum Leben brauche und auch Sachen zum Leben möchte. Und dass sich jetzt gerade meine Interessen auch wieder so ein bisschen verschieben, vor allen Dingen, weil das Klima halt hier auch ein bisschen anders ist, weil sich mein Selbstbild so ein bisschen verändert hat, mein Charakter sich verändert hat durchs Auswandern und dadurch einfach Veränderungen stattfinden, die sich halt auch im Kleiderschrank widerspiegeln. Aber ich finde, wir sollten uns wegbewegen von diesem Perfektionismus. Also ja, ich bin noch 1000% Minimalistin. Ich denke genauso über Käufe nach, wie ich es vorher getan habe. Der einzige Unterschied für euch ist halt, dass ihr gerade hier nur noch Käufe seht und kein Aussortieren, weil es einfach nichts zum Aussortieren gibt. Bist du immer noch glücklich mit deinem neuen Tattoo und ist es gut verheilt? Das ist ja dieses hier, was ihr jetzt gerade nicht sehen könnt, weil es unterm T-Shirt ist. Ja, ich bin immer noch mega happy. Ich fühle mich vervollständigt durch dieses Tattoo. Ich weiß nicht, ob die von euch, die Tattoos haben, das kennen, aber manchmal hat man das Gefühl, oder ich hatte zum Glück bisher immer das Gefühl, dass es was ist, was mir vorher gefehlt hat und mich mehr zu mir selbst macht. Und es ist Gott sei Dank auch mega gut verheilt. Und ich wurde auch noch gefragt nach konkreten Tattoo-Plänen. Ich habe definitiv konkrete Tattoo-Pläne. Ich schwanke aber noch zwischen zwei verschiedenen Sachen. Ich habe ja jetzt hier die Schlange und ich überlege, ob ich entweder hier nochmal eine Schlange mache, dass ich quasi zwei habe, oder die Schlange nicht mache und dafür einen kompletten Sleeve, also meinen ganzen rechten Arm tätowieren lasse. Beides ist mir zu viel. Ich will entweder oder. Ich lasse mir aber immer sehr, sehr viel Zeit damit, Entscheidungen über Tattoos zu treffen.
Und ich kann gerade noch nicht so richtig diese zwei Sachen vergleichen, weil dazu müsste ich wissen, wie der Sleeve-Tattoo wieder am fertig aussehen würde. Das heißt, ich müsste mir erst Gedanken machen, wie, an welcher Stelle des Arms ich welches Tattoo hätte, damit ich dann ein Gesamtbild im Kopf habe und dann kann ich quasi das Gesamtbild des rechten Arms mit dem Tattoo vergleichen und dann sagen, okay, will ich lieber das oder das. Aber ich bin nicht so gut da drin, Tattoo-Designs zu machen oder allgemein mir, ich habe nicht so die Vorstellungskraft, mir vorzustellen, welches Tattoo an welcher Stelle am besten aussieht. Und das ist so eine Sache, die mich sehr viel Zeit und Mühe kosten würde. Und deswegen schiebe ich das gerade noch vor mir her. Und solange ich quasi noch nicht weiß, wie der Arm aussieht, kann ich es nicht vergleichen. Und solange entscheide ich mich auch noch nicht. Sehr kompliziert, ich weiß. Planst du deine Tage, Wochen im Voraus, von wann bis wann du arbeitest, Sport machst, Freizeitslots einlegst oder entscheidest du das spontan, wie du dich morgens nach dem Aufstehen fühlst? Also ich entscheide es nicht unbedingt morgens, ich entscheide es meistens so im Laufe der Woche. Also ich habe eigentlich immer eine Idee davon, wie mein nächster Tag aussieht und meistens habe ich natürlich auch weitere Termine im Verlauf der Woche. Also ich weiß jetzt zum Beispiel, ich habe dreimal die Woche Spanisch und vielleicht treffe ich mich am Freitag mit einer Freundin. Und am Sonntag und am Montag muss ein Video fertig sein. Dann weiß ich schon, ja, okay, ich muss spätestens an dem und dem Tag anfangen mit dem Video. Also ich habe so einen groben Plan, aber ich habe keine festen Uhrzeiten auf jeden Fall. Ich arbeite so lange meistens, bis ich eine Aufgabe fertig habe. Darüber habe ich auch schon gesprochen. Und wenn ich dann mit was fertig bin, wie jetzt zum Beispiel damit dieses Video zu filmen, dann entscheide ich danach, wie ich weitermache. Also dann entscheide ich danach, brauche ich jetzt eine Pause oder kann ich direkt weiterarbeiten und das Video schneiden zum Beispiel. Aber so grobe Punkte gibt es natürlich schon und so grobe Deadlines. Dann wurde ich gefragt, ob ich noch Bullet Journal habe und ob ich das noch verziere und so weiter und so fort. Das habe ich nicht mehr. Ich habe ja meinen Filofax und das benutze ich auch weiterhin. Dann wurde ich gefragt, wie es meinen Pflanzen oben auf der Terrasse geht. Da werde ich auch im nächsten Vlog hoffentlich mal dran denken, euch die zu zeigen. Und dann wurde ich noch gefragt, ob wir vorhaben, an Weihnachten nach Deutschland zu fliegen. Nee, wir kriegen an Weihnachten Besuch von meinen Schwiegereltern. Also sehr viel Zeit im Dezember verbringen wir mit der Familie hier oder mit der Familie von meinem Mann. Konkrete Pläne nach Deutschland zu fliegen haben wir noch nicht, weil die Flüge gerade auch extrem teuer sind. Und auf jeden Fall erst nächstes Jahr und dann quasi auch erst, wenn es günstiger ist, weil gerade sind Flüge so bei 2000 Euro pro Person und das ist gerade echt zu viel. Ich wurde gefragt, wie wir uns die Hausarbeit teilen. Das habe ich, glaube ich, auch schon mal erzählt. Mein Mann ist komplett für das Thema Essen zuständig. Das heißt, er kocht, er macht mir auch jeden Tag mein Frühstück. Und Einkäufe übernimmt er auch einiges, wobei ich das manchmal mache mit Bestellungen, weil ich eher zu Hause bin, also wenn wir was liefern lassen. Und ich mache eigentlich den Rest. Ja, aber ich würde sagen, dass es ziemlich ausgeglichen ist von der Zeit, weil mein Mann schon zweimal am Tag kocht. Also zumindest wenn er im Homeoffice ist, ansonsten einmal am Tag kocht und halt auch am Wochenende zweimal am Tag kocht und mit Frühstück machen und so. Und das wiegt sich schon ganz gut auf. Also ich mache halt alles andere quasi, Putzen und Wäsche und ja, Putzen und Wäsche. Gibt es Gewohnheiten, die du verändern möchtest? Wenn ja, warum? Ja, ich würde gerne weniger in Instagram versumpfen. Das nehme ich mir schon seit vielen, vielen Jahren vor, aber so richtig funktioniert das für mich nicht, weil ich mich ja auch sehr bemühe, euch immer auf dem Laufenden zu halten und weil ich ja auch so ein bisschen den Vlog-Content in Instagram verschoben habe. Und das ist natürlich dann sehr, da ist man immer sehr anfällig natürlich, ne? Wenn man eh Stories selber macht, dass man halt auch guckt, was die anderen treiben. Das würde ich gerne irgendwie mehr in den Griff kriegen, aber es ist natürlich sehr schwer, weil Instagram ja mit Absicht so konzipiert ist, dass man da einfach reingesogen wird. Was interessiert deine chilenischen oder spanischen YouTube-Follower und richtest du deinen Content danach aus? Und welcher Content ist gerade mehr der deine, was du hier zeigst oder was du auf dem spanischen Kanal präsentierst? Also natürlich sind beides total meine Themen, also sowohl als auch, es sind einfach nur andere Blickwinkel. Auf meinem spanischen Kanal sind mehr diese Vlog-Style-Videos, die hier auf dem deutschen Kanal so gut wie gar nicht geguckt werden. Also die Vlogs, auch wenn viele von euch, die mich halt als Person sehr gerne mögen, meine Vlogs natürlich total feiern, sind die Vlogs meine schlecht geschautesten Videos auf dem deutschen Kanal. Und dementsprechend richte ich meine Videos natürlich schon irgendwo danach aus, weil ich muss ja mich schon daran orientieren, was überhaupt geguckt wird und was nicht. Und hier ist es halt mehr der Content über Minimalismus vor allen Dingen, über Selbstorganisation, Selbstverwirklichung, persönliche Weiterentwicklung und so weiter und so fort. Und
eben Vlogs eigentlich gar nicht und auf dem spanischen Kanal ist es eben genau andersrum. Da interessieren sich halt die Chilenen sehr dafür, wie ich als Deutsche das Leben in Chile empfinde und das ist dann Vlog-Style. Dann habe ich noch die Frage bekommen, ob ich mit meinen YouTube-Einnahmen gut zurechtbekomme, weil ich ja keine Kooperationen mache im Moment. Und ich muss sagen, ja, also es reicht auf jeden Fall. Meine Sparquote ist jetzt gerade nicht mehr ganz so riesig, weil wir natürlich auch einfach viele neue Sachen jetzt kaufen mussten. Und das heißt, dass da einfach der Ersparnis nicht mehr so arg wächst, wie ich es in Deutschland noch hatte. Vor allen Dingen, wie ich es ja auch noch hatte, als ich noch im Büro gearbeitet habe und so. Da habe ich ja um einiges dann noch mehr verdient, auch mit Kooperationen und so. Aber ich will natürlich perspektivisch mein Einkommen hier auch erhöhen, also sei es durch den spanischen YouTube-Kanal oder durch andere Projekte, an denen ich nebenbei arbeite. Deswegen, ja, es reicht auf jeden Fall. Also es ist nicht so, als würde ich an Geldnot leiden, aber mehr geht natürlich immer und mehr ist natürlich auch irgendwo das Ziel. So, dann begeben wir uns mal mehr zu den Fragen hin, die irgendeine Relation haben zu Chile. Hattest du zu Beginn deiner Auswanderzeit Sorgen, Ängste über etwas, worüber du jetzt nur lächelst und dich fragst, was dir daran so Sorgen oder Angst gemacht hat? Ich wurde auch in einer anderen Frage gefragt, was mir überhaupt Angst macht oder wovor ich Angst habe. Und ich muss sagen, ich bin eigentlich ein Mensch mit sehr wenig Angst insgesamt. Also ich habe irgendwie nicht viel Angst vor Sachen. Ich hatte auch vom Auswandern eigentlich nicht wirklich viel Angst. Und entsprechend gibt es da jetzt auch nicht wirklich was, wo ich sage, oh, das hättest du dir echt sparen können, weil ich eigentlich ein Mensch bin, der sehr wenig Sorgen hat insgesamt. Aber eine Sache war, dass wir so lange aufs Visum warten mussten und das hat mich extrem genervt und ich kann das natürlich auch immer noch voll nachvollziehen, dass es mich so genervt hat und im Nachhinein nervt es mich auch immer noch, dass wir erst zu spät nach Chile gekommen sind, also verhältnismäßig, weil wir waren ja schon ab Oktober abflugbereit, sind dann ja aber erst Ende Februar. Aber im Nachhinein war es so gut, weil wir dadurch einfach an Leute geraten sind, die jetzt voll die guten Freunde von uns geworden sind und die hätten wir halt nicht getroffen, wenn wir zu einem anderen Zeitpunkt hergekommen wären und wir hätten wahrscheinlich eine andere Wohnung und ein anderes Leben und ich bin sehr froh da, wo wir jetzt sind. Deswegen hat es schon alles irgendwo auch seine Berechtigung gehabt und es war quasi den Ärger wert. Ich habe ganz viele Fragen bekommen, wie es ist mit Vermissen von Familie, Vermissen von Freunden, ob ich traurig bin und diese ganze Thematik. Aber ich muss sagen, ich bin da nicht so emotional. Also ich habe meine Eltern jetzt, also es geht viel um die Frage, wie ich meine Eltern vermisse und so. Aber ich habe meine Eltern ja vorher auch super selten gesehen. Also ich habe auch in Deutschland meinen Papa nur ein- oder zweimal im Jahr gesehen. Und meine Mutter hat auch immer schon relativ weit weg von mir gewohnt. Deswegen eigentlich ist es nicht schlimm für mich, weil ich eigentlich jetzt sogar noch mehr mit meinen Eltern spreche und Videotelefonie mache, als vorher, als ich noch in Deutschland war. Also irgendwo habe ich mehr direkte Ansprachen mit meinen Eltern als vorher, auch weil es komisch ist. Aber in Deutschland war es immer so, ja, ich kann ja hinfahren, wenn was ist. Aber hier ist es halt so, ja, erzähl mal, wie es läuft und dann gibt es halt auch viel zu erzählen. Und deswegen, natürlich ist es blöd, dass man sich nicht in Realität sozusagen sehen kann, dass man nicht schnell da sein kann, wenn was ist. Aber an sich habe ich jetzt nicht weniger Kontakt oder weniger Ansprache mit meinen Eltern als vorher. Von dem her ist ein Vermissen eigentlich für mich auch jetzt kein Thema in dem Sinne. Ich wurde auch viel gefragt, wie meine Ziele hier sind und wo ich mich hinentwickeln will und wo ich mich in so und so vielen Jahren sehe und so. Darüber werde ich in einem anderen Video nochmal mehr sprechen. Dann wurde ich gefragt, dass wir ja wegen dem Beruf von meinem Mann ausgewandert sind und ob es für mich direkt klar war, mitzugehen oder ob ich Zweifel hatte oder ob mein Mann Überzeugungsarbeit leisten musste. Dazu kann ich mal das Video empfehlen, das ich gemacht habe, wo ich euch überhaupt erzählt habe, dass wir auswandern. Da ist quasi die ganze Geschichte drin. Aber nee, es ging ja von mir in gleicher Weise aus wie von ihm. Also wir haben ja schon, als er sich beworben hat, gemeinsam entschieden, dass wenn er sich bewirbt und er kriegt den Job, dass wir auf jeden Fall gehen. Also sonst hätte er sich ja gar nicht beworben. Von dem her, es hat überhaupt keine Überzeugungsarbeit gekostet und es war sofort klar und es war schon bei der Bewerbung klar. Dann wurde ich gefragt, ob das Leben hier so ist, wie ich es mir vorgestellt habe, beziehungsweise was die Unterschiede sind zwischen meiner Vorstellung vorher und der Realität, wie es tatsächlich ist. Und da muss ich sagen, mein Alltag hängt ja sehr stark davon ab, was ich entscheide, weil ich habe ja überhaupt keine Strukturen mehr, an die ich mich halten muss. Ich habe ja keinen Arbeitsalltag mehr in dem Sinne. Mir sagt ja keiner, ich muss jetzt heute arbeiten und ich darf nicht irgendwie mit meiner Freundin im Park gehen oder so. Das heißt, wie produktiv ich bin oder so, das hängt ja sehr davon ab, in welcher Laune ich bin. Und das wusste ich natürlich auch schon vorher. Das heißt, da stimmen Realität und Vorstellung schon sehr
überein miteinander. Ich habe auch schon ganz am Anfang, also schon ein Jahr oder so, bevor wir nach Chile sind, mir Gedanken gemacht, wie ich meinen Alltag gestalten möchte, weil ich genau wusste, dass ich vielleicht vor der Herausforderung stehe, dass man sich nicht aufraffen kann, weil es ja einfach keinen Druck von außen mehr gibt in dem Sinne. Und außerdem visualisiere ich gerade schon ganz stark, wie mein Alltag aussehen könnte, weil, also dass mein Alltag anders aussieht als jetzt, ist natürlich klar. Ich habe keinen geregelten Tagesablauf mehr, wenn ich ihn mir nicht mache. Ich habe keine Verpflichtung, wo ich um die Uhrzeit auftauchen muss, weil ich dort nicht angestellt sein werde, sondern selbstständig. Und dann jetzt überlege ich natürlich, wie will ich meinen Tagesablauf strukturieren? Erst morgens Sport, dann Gassi oder beides Sport beim Gassi gehen. Erst schneiden und dann den Nachmittag frei haben zum Filmen oder nicht. Also, ich habe tausend Möglichkeiten. Und ansonsten das Privatleben, würde ich sagen, ist auch ziemlich so, wie ich es mir vorgestellt habe. Ich habe das ja alles sehr manifestiert, hier auch mit der Wohnung und mit der Terrasse und mit meinem Garten, den ich oben habe. Das heißt, diese ganzen Wünsche, die ich hatte oder Vorstellungen, die sind auch alle eingetreten. Wir haben auch einen ganz tollen Freundeskreis hier aufbauen können, so wie ich es mir gewünscht habe. Das heißt, es ist in echt so, wie ich es mir vorgestellt habe. Und besser. Das Einzige, was schlechter war, ist das Wetter tatsächlich. Der Winter war sehr lang und sehr kalt hier. Das habe ich mir milder vorgestellt. Er war nicht so kalt wie in Deutschland, aber dadurch, dass die Häuser hier schlechter isoliert sind, friert man innen mehr. Das heißt, das war das einzig Negative, was hier quasi schlechter war, als ich es mir vorgestellt hatte. Fühlst du dich manchmal einsam in Chile, wenn Max so lange in der Arbeit ist? Nee, gar nicht lustigerweise. Also erstens, war ich ja in Deutschland genauso allein daheim. Also da ist jetzt kein Unterschied. Er hat genauso viel, gut, er hat jetzt ein bisschen weniger Homeoffice wieder als in der Pandemie. Aber Max war in Deutschland eigentlich viel länger in der Arbeit oder gerade vor der Pandemie halt viel länger weg. Und ich mache hier tagsüber mit Freunden mehr, als ich in Erlangen gemacht habe. Von dem her bin ich hier weniger einsam, wenn man so sagen will. Wobei ich überhaupt nicht einsam bin, weil ich kein Mensch bin, der einsam ist. Ich bin gern allein. Also Einsamkeit ist kein Thema für mich. Bist du glücklicher in Chile, als du es in Erlangen warst? Ja, würde ich schon auf jeden Fall sagen. Nicht, weil ich in Erlangen irgendwie keine Ansprache hatte oder einsam war oder irgendwie nicht viele Freunde hatte. Ich hatte Freunde, ich hatte alles, aber das Lebensgefühl ist in Chile einfach ein anderes. Die Kultur ist einfach anders und ich bin einfach in der chilenischen Kultur glücklicher als in der deutschen. Und ich bin natürlich auch in der Selbstständigkeit glücklicher als in der Festanstellung. Und das sind natürlich zwei sehr, sehr große, markante Themen im Leben. Vermisst du etwas an Deutschland? Ich vermisse ein bisschen, dass man, wenn man was kauft im Laden, irgendwas, also irgendeine random Sache, sei es ein Sieb für einen Abfluss oder sei es eine Gabel oder sei es ein Blumentopf, dass man einfach weiß, dass die Qualität okay ist. Und es passiert sehr, sehr selten, dass man eine Sache erwischt, die halt direkt für die Tonne ist. Und das kann halt hier schon mit sehr viel höherer Wahrscheinlichkeit passieren. Plant ihr nochmal umzuziehen oder fühlt ihr euch da so wohl, dass ihr erstmal bleibt? Ja, also wir haben nicht vor, aus dieser Wohnung auszuziehen, außer wir beschließen, eine Wohnung oder ein Haus oder irgendwas zu kaufen. Dann wäre das natürlich ein Grund, umzuziehen. Aber ansonsten, wenn wir jetzt nicht in Chile was kaufen wollen, sondern einfach nur in Chile wohnen bleiben, ganz normal, dann sehen wir beide jetzt eigentlich keinen Grund, umzuziehen. Worauf freust du dich für den ersten Sommer in Chile? Ich freue mich extrem darauf, dass das Wetter stabil ist. Ich weiß, dass ihr das diesen Sommer eigentlich auch hattet, aber das ist ja eigentlich mehr so eine Klimawandelgeschichte. Also wenn ich an die ganzen Sommer in der Vergangenheit, in meinem ganzen Leben in Deutschland denke, dann konnte man sich ja nie darauf verlassen, dass es wirklich warm ist. Das heißt, wenn man mal eine Hochzeit hatte oder ein Konzert oder irgendwas, dann hat man ja immer alle Finger, Daumen und Zehen gedrückt, dass das Wetter stabil bleibt, dass es kein Gewitter gibt, dass es kein Scheiß kühler Tag ist überhaupt oder so. Und hier ist es halt stabil, heiß, 30 Grad, safe. Also es gibt halt einfach keinen Regen im Sommer. Es gibt vielleicht mal einen Tag, der hat nur 20 oder nur 25 Grad, aber es gibt jetzt nicht, dass es wirklich Scheißwetter ist. Und es gibt es ja in Deutschland im Sommer auch. Es gibt ja wirklich Sommer, die sind Katastrophe. Und das gibt es halt hier nicht. Du kannst halt aus dem Haus gehen, ohne Regenschirm, ohne Jacke, ohne alles und du weißt einfach, wie das Wetter wird. Und du kannst dann halt auch Sachen planen und auch vor allen Dingen draußen halt. Ne? Hier findet dann halt natürlich vom Leben her sehr, sehr viel draußen statt. Die ganzen Restaurants, Cafés und Bars, die haben alle sehr große Außenbereiche, weil man halt einfach zuverlässig das auch nutzen kann. Und das auch auszunutzen, da freue ich mich sehr drauf. Auch auf die Terrasse oben und so.
Woran sollte man auf jeden Fall denken, wenn man nach Chile auswandert? Spanisch lernen, weil ohne Spanisch keine Chance. Hier sprechen wenig Leute Englisch. Also es kann sein, dass man halbwegs verstanden wird, aber die Leute können dir hier auf Englisch nichts erklären. Auch in den Behörden und so weiter. Liegt einfach daran, dass der ganze Kontinent, abgesehen von Brasilien, der ganze riesige südamerikanische Kontinent ist halt spanischsprachig. Das heißt, keine Sau braucht hier Englisch. Wenn du auch Beziehungen hast, geschäftlich in andere südamerikanische Länder, halt gerade wenn so Unternehmen mehrere Niederlassungen in verschiedenen Ländern haben, ist alles spanischsprachig, alles. Und keine Sau braucht halt, ich meine, die lernen alle Englisch in der Schule, aber wie es halt so ist, man braucht es dann nicht mehr. Die ganzen Filme, Serien, alles auf Spanisch, Musik quasi ausschließlich auf Spanisch. Du hörst hier einfach kein Englisch und entsprechend ist es natürlich auch in der Alltagssprache nicht vertreten. Und Leute, die du um Hilfe fragst, die können kein Englisch. Das heißt, ohne Spanisch bist du sehr aufgeschmissen hier. Würde ich auf jeden Fall als erste Grundvoraussetzung nennen, wenn man hierher ziehen will. Was würdest du anders machen mit dem Wissen, was du jetzt hast? Thema 2 Koffer nach Chile. Also natürlich hätte ich gerne ein paar mehr Sachen hier, die noch im Keller bei meinen Schwiegereltern sind, aber der Punkt war, dass ja mein Koffer oder meine 2 Koffer und auch mein Handgepäck bis aufs letzte Gramm ausgenutzt waren. Das heißt, ich hatte überhaupt keine Gewichtsspielräume mehr, irgendwas noch zu sich mitzunehmen. Das heißt, ich hätte irgendwas anderes da lassen müssen. Das heißt, die Frage lautet eigentlich, hast du irgendwas mitgenommen, was du am Ende nicht gebraucht hast? Und da würde ich sagen, nein. Also so gut wie alles. Also mir würde jetzt nichts einfallen, wo ich sage, das habe ich umsonst mitgebracht. Wisst ihr, wie ich meine? Ich bin über alles froh, was ich mitgebracht habe. Ich kann es gar nicht anders machen. Klar, ich hätte jetzt irgendwie T-Shirt A da lassen können, dafür T-Shirt B mitbringen, aber das hätte unterm Strich keinen Unterschied gemacht. Ich hätte vielleicht am Ende statt diesem Kartonpaket, was ich mit UPS hierher habe schicken lassen, mit Winterklamotten einen dritten Koffer nehmen sollen, weil das vom Preis wahrscheinlich sogar günstiger gewesen wäre, der dritte Koffer als das UPS-Paket, weil ich dann hier Zoll zahlen musste, was ich vorher nicht wusste und bla bla bla. Das vielleicht hätte ich noch anders gemacht. Aber ansonsten hätte es nicht wirklich eine andere Möglichkeit gegeben. Also ich weiß nicht, was ich besser hätte machen können. Was vermisst du an Essen, an Dingen, an Routinen und so weiter aus Deutschland? Essen ist eigentlich ziemlich gut hier. Deswegen Essen vermisse ich nicht wirklich. Vor allen Dingen in Restaurants gibt überall vegetarische, vegane Optionen und so. Super easy für mich hier zu essen. Viel einfacher als in Deutschland. Viel, 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 viel einfacher hier fleischfrei zu essen. Es gibt hier alle möglichen Milchalternativen. Es gibt hier viel mehr laktosefreie Sachen, viel mehr laktosefreie Sachen. Quasi jedes Café hat laktosefreie Milch für Kaffee und so. Super easy hier. Kann natürlich sein, dass es in deutschen Großstädten auch besser ist, aber in Erlangen und vor allen Dingen auch in Fürth und dann vor allen Dingen auch in den ganzen Käffern, wo wir unterwegs waren, weil die Familie von meinem Mann in Käffern wohnt, keine Chance. Also von dem her ist mein Leben essenstechnisch hier schon sehr viel einfacher. Routinen aus Deutschland vermisse ich jetzt eigentlich auch nicht, weil ich halt die chilenische Kultur sehr gerne mag. Was ich vermisse, sind deutsche Autobahnen. Das habe ich auch schon mal gesagt, einfach Autofahren. So, nicht unbedingt ein Auto zu besitzen, aber einfach diese Überlandfahrten, wenn ihr wisst, wie ich meine. Das ist eigentlich eine sehr schlechte Sache und ich gehöre wahrscheinlich in die Hölle dafür. Aber so eine offene Autobahn, auf der nichts los ist, so die A3 zwischen Erlangen und Neumarkt, wenn ich zu meiner Familie gefahren bin und dann Musik voll aufgedreht und Vollgas, das fehlt mir. Das fehlt mir wirklich, das vermisse ich öfter, weil das irgendwie auch so ein bisschen. Die von euch, die gerne Auto fahren und vielleicht auch viel Autobahn fahren, die wissen vielleicht, was ich meine, aber das ist so. Ist fast so ein bisschen wie das Runner's High beim Joggen. Das ich nicht wirklich kenne, weil ich nicht so viel extrem jogge, aber das war so mein Runner's High und das fehlt mir ein bisschen. Welches südamerikanische Land möchtest du noch bereisen? Und ich wurde auch gefragt, wenn ich nur noch 3-mal verreisen könnte, wohin würde ich gehen? Unabhängig von Zeit und Geld. Es wäre in Südamerika auf jeden Fall Costa Rica. Ich würde auf jeden Fall gern Mexiko sehen, wegen den, wie heißen die? Zenoten, glaube ich, heißen die oder so ähnlich. Das würde ich auch gern sehen, weil in meinen Augen ist das ein Weltwunder. Und ich glaube, Ecuador würde ich auch sehr gerne sehen. Meine Wimpernstylistin, die mir jetzt die Wimpern macht, ist Ecuadorianerin. Und was sie mir erzählt hat über das Land, wow, würde ich super gern sehen.
Aber wenn wir jetzt nicht auf Südamerika beschränkt werden, sondern wenn ich insgesamt nur noch dreimal reisen könnte, dann wäre es wahrscheinlich Costa Rica, nochmal Taiwan vermutlich und nochmal Namibia. Die drei würde ich quasi zum Abschluss nochmal, oder die beiden vor allen Dingen, die ich schon kenne, zum Abschluss nochmal sehen wollen. Dann wurde ich auch gefragt, wie sich die Beziehung zwischen mir und meinem Mann seit dem Umzug nach Chile verändert hat. Und ich wurde auch gefragt, ob, das wurde ich sogar mehrfach gefragt, und ich wurde auch gefragt, wie sich die Beziehung zwischen meinem Mann und mir verändert hat durch meine persönliche Veränderung. Und ich muss auf beides antworten, oder ich will auf beides antworten, dass sie sich gar nicht verändert hat. Also, dass es weder noch einen Einfluss hatte, lustigerweise, weil wir schon immer eine Connection hatten, die viel, viel tiefer ist als der Ort, an dem wir wohnen, oder ob ich blond bin und ein Püppchen oder eine Öko-Tante. Also wir hatten schon immer, der Kern unserer Beziehung war schon immer irgendwie die Seele. Klingt jetzt ein bisschen dramatisch, aber ist so. Und alles außenrum hatte eigentlich nie einen Einfluss. Und wenn, dann hat es uns natürlich noch stärker zusammenwachsen lassen, weil wir natürlich wissen, dass wir diese ganzen Herausforderungen, die wir hatten, zusammen bewältigt haben und diese Entwicklungen auch gemeinsam durchgemacht haben. Und ich habe sehr viel Glück, oder wir haben sehr viel Glück, dass wir uns auch über die Jahre hinweg und mit diesen ganzen Veränderungen auch parallel zueinander in die gleiche Richtung bewegt haben, weil manchmal, wenn man lange zusammen ist, dann gehen die Interessen oder die Weltansichten ja auch so ein bisschen auseinander. Und wir haben halt sehr viel Glück, dass sie sich bei uns wirklich sehr parallel zueinander und sehr gleich zueinander auch bewegen. Von dem her haben wir da auch Gott sei Dank keine Probleme gehabt. Ist es im Ausland leichter, Bekanntschaften zu knüpfen als in Deutschland? Also ich kann natürlich nicht für jedes Ausland sprechen, aber Chile, ja. Wie unterscheidet sich die Deutschland-Agnes von der Chile-Agnes? Also die Chile-Agnes ist auf jeden Fall weniger verklemmt, genauso genervt von den Leuten, die gerade wieder draußen angefangen haben, Rasen zu mähen. Ich bin, glaube ich, insgesamt deutlich entspannter geworden. Ich bin selbstbewusster geworden, ich bin offener geworden gegenüber fremden Leuten, die ich nicht kenne, viel offener. Durch das Joggen jetzt bin ich auch auf jeden Fall fitter geworden. Ich bin gesünder jetzt. Die Chile Agnes ist gesünder, weil sie keine Schokolade mehr isst. Und ich bin auf jeden Fall näher bei mir selbst und glücklicher, würde ich sagen. Also alles positive Entwicklungen. Eine Frage, die ich vorhin noch vergessen habe, ist, ich wurde gefragt, ob mein Körper sich verändert hat durch den Sport. Sagt ihr es mir, aber ich würde sagen, nein. Mein Körper ist schon immer gleich, seit ich 14 bin. Und bis jetzt hat sich eigentlich nichts verändert. Manchmal verschieben sich die Proportionen so ein bisschen, aber gewichtstechnisch, Körperfettanteil, immer gleich. Ich finde es irgendwie ganz interessant, weil ich immer so ein bisschen das Gefühl habe, ich müsste zurückhalten, wie glücklich ich hier bin, weil das ja irgendwie im Umkehrschluss bedeutet, dass Deutschland nicht so toll ist oder mein Leben in Deutschland nicht so toll war und ich nicht will, dass es quasi für Freunde oder Familie so rüberkommt, als wäre ich mit ihnen nicht glücklich gewesen. Aber im Endeffekt hat Glück halt kein Limit und ich war nicht unglücklich in Deutschland, aber hier ist halt nochmal ganz anderer Level an Lebensqualität und ich bin einfach so froh, dass wir das gemacht haben. Ich bin super happy. Und weil der Rasenmäher jetzt gar so penetrant ist draußen vor der Tür, würde ich sagen, beenden wir das jetzt. Vielen Dank fürs Zugucken und wir sehen uns am Sonntag wieder. Bis bald!